herzlich willkommen zu unserem ersten Tour-Vlog aus noch nicht England, aber es ist schon Teil der England-Tour. Man kann schon rüberspucken von hier. Ja. Wir sind nämlich heute im Plopsaland. Wie man an der Musik hört. Ich höre zwei verschiedene. Wir sind heute zum x-ten Mal hier, aber wir kommen immer gerne her, wegen dem Ride to Happiness natürlich. Und Mara und Jans Erstbesuch ist euer Erstbesuch, ne? Ja. Spannend. Okay, ja, sehr spannend. Mir ist so warm gerade schon. Wir kriegen noch wie viel Grad? 21. Ja, weil ich meine, im Laufe der Tour. 40. 40, ja. Schön. So, aber wollen wir das einfach fahren? Direkt? Wir fahren erstmal eine Runde. Okay. Ja, ja. Aus dem Ride to Happiness. Erste Achterbahn der Tour. Wahrscheinlich, vielleicht, eventuell beste Achterbahn der Tour. Also mal gucken, wir kennen ja noch nicht alle, aber es könnte gut sein, weil es ist halt wirklich eine sehr tolle Bahn. Und es ist eine Bahn, die wirklich ihrem Namen alle Ehre macht. Sie macht wirklich glücklich, finde ich, mich zumindest. Und ja, ich habe leider ein bisschen Probleme mit meiner GoPro. Irgendwie war der Akku auf einmal leer, obwohl die eigentlich voll aufgeladen war. Und nicht, die Powerbank funktioniert irgendwie nicht, aber also eventuell gibt es alte Online-Videos oder keine Online-Videos. I'm sorry. Update. Das Laden der GoPro an der Powerbank hat funktioniert und die anderen wollten gerade die Wasserbahn fahren und ich meinte so, oh cool, da kann ich filmen in der Zeit. Und ich so, ja, Matthias, machst du ein Online-Video für mich, weil man hat so einen schönen Blick auf Ride to Happiness von der Wasserbahn aus. Aber ich werde gezwungen mitzufahren. Aha. Niemand erklärt sich dazu bereit, ein Online-Video für mich zu machen. Und nachher lasse ich alle warten, während ich filme hier. Dann wissen sie, was sie davon haben. So. Dieser Wartebereich. Laufen wir eigentlich durch den kompletten Wartebereich? Wir können auch einfach hier abkürzen, denn wir laufen einfach komplett durch, ne? Die Experience. Jan hat aufgegeben. Oh, Mara hat auch aufgegeben. Da vorne kannst du rüber. Hallo. Ich finde das übrigens sehr süß von dir, Matthias, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt filmen. Hast du das gemacht, um mich aufzumuntern? Ja, ich filme jetzt hier noch. Ja, es ist nämlich gerade etwas sehr Trauriges passiert. Ich bin extra diese Wasserbahn gefahren, in der ersten Reihe außen. Und da musste ich am Ende der Fahrt feststellen, dass meine Kamera irgendeinen Speicherkartenfehler aufzeigt. Aber guck mal, jetzt funktioniert es. Ich habe es gerade nochmal gehabt, ich habe gerade nochmal die Speicherkarte formatiert. Das sollte jetzt gehen. Ich möchte es eigentlich nochmal fahren, ehrlich gesagt. Doch. Ihr habt mich alle gezwungen mitzufahren. Jetzt müsst ihr damit leben. Guck, wie nass ich bin! Da ist gar nichts mehr. Ich bin mega nass. Ich möchte einfach diese Aufnahme jetzt haben davon. Vielleicht später. Ich möchte aber diese Aufnahme haben.
was wir noch nie gemacht haben, und zwar das Kaffeetassenkarussell. Und wir haben es uns sehr gemütlich gemacht. Ich finde, hier würde noch eine Person reinpassen. Oh, sogar der Rucksack hat noch Platz. Der hat auch keine Beine. Ja, der hat auch keine Beine, ja. Die sind toll, oder? Schön. Was ist das hier für ein Shop? Prinzessinnen. Und fluffige Einhörner. Ja, ich werde mich mal wieder melden, weil wir haben ein paar Sachen gemacht. Wir haben noch gar nicht erwähnt, dass wir Anubis gefahren sind. Und, ja, gut. Anubis ist wirklich gut. Und wir sind den Disco-Coaster gefahren, De Grote Golf. Und wir sind das Kaffeetassenkarussell gefahren und waren in diesem Prinzessinnen-Palast da drinnen. Sieht schön aus, ist, ne? Ist schon schön, ja. Ist schon, hast du das eigentlich gefilmt? Ist schon kitschig, ja, den Shop habe ich gefilmt. Und das ist jetzt meine Lösung. Das ist mega praktisch. Ich kann Latzhosen empfehlen, weil man kann hier laden und das verstauen. Und sowieso finde ich das mega praktisch, dass ich nichts davon tragen muss. Also mit den Händen. Und wo wir gerade beim Thema nicht tragen sind. Ich überlege mir schon etwas länger als einen Muschibeutel mir zuzulegen. Gibt es irgendwie Empfehlungen oder so? Irgendwie Muschibeutel sind cool, oder? Schreibt mal in die Kommentare, ob Muschibeutel cool sind. Bauchtasche. Wie war's? Bauchtasche? Muschibeutel. Das habe ich so gelernt. Ja, dann vielleicht, wenn ich das mal irgendwann als cooles Merch oder so finde in einem Park. Das ist ja was es vielleicht nicht so häufig gibt. Wir stehen jetzt hier bei der SAS School an the Strom. Nee, Like Me Coaster heißt die. Ja. Umthematisiert. Ja, die ist umthematisiert und die fahren wir. Sie hat eine schicke Farbe bekommen. Die ist schick blau. Und sie hat Indoor-Warteparkstation. Und Station ist die Outdoor. Nee, Station ist Outdoor. Da ist sie so, okay? Ah, nee. Nee. Und ich gleich bewerten. Komm ich mit? Ach du Scheiße. Oh, Party! 80 Cent eine Dose, nur. Ich glaube, das ist Thematisierung. Ist das nur Thematisierung? Ja. Ist das nicht echt? Wow, amazing! Ich haben hier uns den Platz in der ersten Reihe gesichert. Wir haben hier die krasseste Beinfreiheit überhaupt. Wir können einfach die Beine strecken. Wie cool. Ich glaube, wenn wir auf dem Drop sind, sind die anderen noch in der Station, die hinten sitzen. Oh je. Boah. Oh nee. Wir stehen jetzt hier vor der K3-Achterbahn. Vorhin waren wir noch bei dieser, keine Ahnung, Highschool-Musical-Bahn, die wurde jetzt umthematisiert. Ja, Lobster-Version. War irgendwie aber süß und die Bahn ist sowieso schön eingebettet da in die Landschaft, mit dem Wald und so. Ist irgendwie ganz nice. Und jetzt sind es Zeit für, ja, ist ja das K3-Wochenende, also müssen wir ja die K3-Achterbahn fahren. Das haben wir gar nicht erwähnt, oder? Das K3-Wochenende. Ja, wow. Und ja, jetzt fahren wir da gleich mit und wir werden uns eine schöne 45 Minuten Warteschlange dafür gönnen. In der Sonne. So. Ja, Fakt ist, ich habe mich jetzt ungefähr 10 Minuten für diese K3-Achterbahn angestellt und es ist einfach nicht mein Ding.
ich habe mir überlegt, ich lege meine Prioritäten anders. Und zwar, ja, ich möchte gerne, ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht Ride to Happiness einfach fahren gehe, aber dann wären die anderen, glaube ich, sauer auf mich. Mega Mindy. Oh mein Gott. Man kann hier einfach nirgendwo hingehen. Es geht einfach nicht. Erstmal, ich möchte, das will ich schon seit meinem ersten Besuch mit Ride to Happiness hier, ich möchte gerne eine Aufnahme haben von Ride to Happiness und dem Starflyer im Hintergrund. Und das ist jetzt meine Gelegenheit. Ich nehme mir jetzt die Zeit, um diese Aufnahme hinzubekommen. Ich habe hier eine, wie ich finde, sehr schöne Perspektive gefunden. Und das Problem ist, So, ich habe meine Aufnahme gemacht. Ihr werdet sie gleich sehen. Ich muss jetzt nur noch irgendwo den Ton dafür suchen. Session, Aufnahmesession beendet. Ach ja, Heidi the Ride, stimmt, ist ja auch noch hier. Es ist nicht viel dabei entstanden, aber ja, ich habe euch ein paar Sachen eingeblendet, glaube ich, gerade. Ein paar Aufnahmen. Und gerade habe ich wirklich was Krasses erlebt. Übrigens, hier sind oft Mitarbeiter einfach mit so mega vielen Luftballons unterwegs. Ich frage mich, ob die das den ganzen Tag machen müssen. Ja, gerade habe ich was richtig Krasses erlebt. Ich habe mich halt hier auf diesem Weg auf der Seite platziert und wollte Rise Happiness auf der Seite filmen, weil es halt eine gute Perspektive war. So. Und ich wusste schon so, ja, da laufen wahrscheinlich Leute durchs Bild. Dann kam eine Gruppe, eine Schülergruppe mit einem Lehrer und ich dachte so, ah ja. Und der Lehrer oder die Begleitperson, keine Ahnung, ohne Witz, ich übersetze auf Deutsch, wir gehen um die Fotografin rum zu allen Kindern und ich so, what? Das ist das erste und einzige Mal wahrscheinlich, dass ich ein positives Erlebnis mit einer Schülergruppe hatte. Ich bin völlig platt, ich bin völlig begeistert. Krassester Lehrer ever. So Leute, es wäre wirklich okay gewesen, wenn sie mir durchs Bild gelaufen wären. Ich meine, das ist ja auch mein Ding, dass ich da stehe. Aber das, also ich bin wirklich hochgradig beeindruckt. Ja, jetzt suche ich die anderen wieder. Vielleicht erwische ich sie noch in der Kadri-Achterbahn, aber mal gucken. Ich kann es nicht versprechen. Genau, es ist Zeit für Mittag und hier zeige ich jetzt die kulinarischen Angebote hier im Plopsaland. Also wir haben selber was mitgebracht. Wie immer im Plopsaland. Wie immer, weil wir mit den Preisen nicht einverstanden sind. Tada! Wow, lecker! Lecker, lecker! Und Natalie hat hier Special Edition. Oh, schau mal.
hier gerade voll schön. Wir sind hier noch nie lang gegangen, aber es ist voll schön. Mit den Bäumen. Also wir decken gerade einen neuen Ort in Plaustert. Aber ich wollte mich schon wieder melden, weil wir haben uns schon lange nicht mehr gemeldet und ich habe auch keine Ahnung, was wir alles gemacht haben. Wir haben, glaube ich, ein paar Sachen gefilmt davon. Heidi. Dann habt ihr, ja, Heidi haben wir gemacht, Ride to Happiness. Den Powered Coaster, den habe ich, glaube ich, nicht gefilmt. Und gerade eben, Head Boss von Plop. Und das ist halt so eine Attraktion, die fahren wir halt, wenn Leute dabei sind, die das noch nicht kennen und das halt unbedingt fahren wollen. Was jetzt auch heute der Fall war. War es das wert, Mara? Nein. Ja, Mara hat es dann auch bereut. Aber ich will wirklich, das ist wirklich so eine Attraktion, die wurde geschaffen, um einfach, damit man auch einfach mal ein Tagestief hat hier im Park. Wirklich, das ist, geht da rein, wenn ihr ein Tagestief braucht. Die haben euch dazu gebracht, für 5 Ja, das ist wirklich so übel da drin. Nicht die Attraktion an sich, nicht unbedingt, aber halt der Wartebereich vor allem, auch der Mitarbeiter. Da ist mehr CO2 drin als Sauerstoff. Der Mitarbeiter, ich weiß nicht, der war irgendwie körperlich noch halb anwesend. Geistig nicht mehr. Geistig nicht mehr wirklich. Und wir auch nicht mehr so richtig. Und wir haben uns dann, es war so schlimm, dass wir jetzt eine Tüte Süßigkeiten kaufen mussten. Zwei, ja. Mara und ich beide eine. Ich habe für, nee, was war das? 100 Gramm, 2,99, glaube ich. Ja. Und es gab Ärger von Matthias. Weil wir kaufen eigentlich nichts in Plopsaland. Weißt du, dass du der Vogel bist mit der coolsten Frisur, den ich je gesehen habe? Kommst du gucken? Guck mal, wie süß. Guck mal da. Hey, Bibi. Oh. Hi. Hi. Weißt du, ich wollte nur kurz chillen, ne? Und dann wäre ich einfach so ein Pferd angeknabbert von hinten. Ich habe da nur ruhig gesessen. Aber das ist wirklich süß hier, der Bereich. Also ich kannte den gar nicht. Und jetzt fahren wir die Treckerbahn durchs Tiergehege, die wir auch noch nie gefahren sind. Aber irgendwie haben wir heute Zeit dafür. Ist das schon die Endgeschwindigkeit? Jetzt steht schneller. Hello. Mein Boyfriend und ich, wir sind gerade nochmal Ride to Happiness gefahren, weil es war sehr nice, happy war. Sehr heftig, erste Reihe. Schreibt mal in die Kommentare, was geiler ist beim Ride to Happiness, die erste Reihe oder die letzte Reihe oder Wagen? Oder die Mitte, dürft ihr auch schreiben. Ja, man weiß ja nicht, kann ja sein. Gibt es Achterbahnen, wo die Mitte am besten ist? Nein? Aber vielleicht die Ziererbahn. Das ist Fahrverhalten am normalsten, oder nicht? Das ist ja langweilig. Na gut, was passiert jetzt? Eigentlich wollte ich gehen, weil für mich war okay, aber... Wir gucken jetzt noch Kadri live. Spannend. Gratis. Das gönne ich dir, Matthias, weil du so ein großer Fan bist. Ja, definitiv. Danke. Vielleicht könnte ich noch ein Foto mit denen, das wäre der Hammer. Aber ich dachte wirklich, dass es heute voller ist deswegen, also dass hier wirklich die Hölle los ist. Aber es war wirklich, wirklich entspannt. Und sowieso hatte der Ride to Happiness keine hohe Wartezeit, aber hatte jene hohe Wartezeit hier. Ich glaube, wir haben andere Attraktionen eine höhere Wartezeit. Ja. Head Boss von Plop. Ich hoffe, wir müssen das nie wieder machen. Gesundheit. Hier sind sie dann speziell für jullie. Hanne, Marten en Julia, hier ist K3. Oh,
aus dem Glaubsterland haben gerade Kadri live gesehen. Und sind geflüchtet. Die eine hat irgendwie Geburtstag oder so. Ist das ein wirklich... Hä? Das hast du nie gesagt? Klang so. Das klingt immer so bei denen, ja, glaube ich. Okay. Also es war so Schulterkinder-Mania gerade. Also ich wollte so kurz sagen, es ist ein kleiner Albtraum von mir wahr geworden. Ja, ja, ja. Das war irgendwie so ganz, ganz schlimm. Es war wirklich gerade nicht schön. Nicht schon nur die Schulter, also es kommt die komplette Experience. War einfach irgendwie... Ich fand's toll, weil sie singen sogar live. Und, ja, das war wirklich, ja, okay. Ist ein kleines, schönes Ende jetzt so. Ich dachte, dass mehr los ist. Ich dachte auch, es war nicht so voll. For Ride to Happiness konnten wir in Ruhe öfter mal fahren. Wir haben alles andere auch gemacht, wie die anderen, die counten mussten. Und es war, ja, ein schöner Tag. Wir haben leider hier, außer das Süßkram, leider nichts gekauft, weil es zu teuer war. Und deswegen gehen wir jetzt zu Macis. Ja, und dann sehen wir uns in einem anderen Park, in einem anderen Land, in einem anderen Video.